Samstagabend vor 3 Wochen. Das USK trifft vor der Polizeiwache einer Kleinstadt im Süden Bayerns ein. USK, das ist die Abkürzung für das Unterstützungskommando der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Kannst du mal kurz auf, bitte? Wer nimmt jetzt was mit? Spreizer und Ramme. Mit Spreizer und Ramme lassen sich verschlossene Türen öffnen. Das Werkzeug werden die Beamten möglicherweise brauchen, denn heute ist eine Razzia gegen illegales Glücksspiel geplant. Glücksspiel ist strafbar, wenn keine behördliche Genehmigung vorliegt. Gewisse Anspannung ist natürlich da, heute Razzia-Einsatz, Nacht. Das ist natürlich was, wo man eine gewisse Anspannung hat. Zudem kommt, dass man ja auch immer eine gewisse Flexibilität, eine Dynamik hat in dem Einsatz. Also man weiß nicht genau, was da kommt, wie viele Personen da sind. Das heißt, da muss man flexibel darauf reagieren. Die Razzia wurde 5 Monate vorbereitet. Wohin es geht, verraten die Beamten nicht. Die Operation soll so lange wie möglich geheim bleiben. Wir machen eine Razzia, da geht es ja grundsätzlich, das ist ja jetzt nun kein Geheimnis, darum, dass man mit einem Überraschungseffekt eine Kontrolle durchführt. Und um den Überraschungseffekt zu erhöhen, nehmen wir uns eben an und dafür nutzen wir heute diesen Transporter. Hinten rein, schön eng, viele Menschen, wenig Sauerstoff. Und dann irgendwann Tür auf, raus und dann Arbeit. Um 23 Uhr geht es los. Im Unterstützungskommando dienen die besten Beamten der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Noch ein Stück, noch ein Stück. Wir sind alle klar, oder? Über 20 Beamte, eng an eng. Es gibt angenehmere Fahrten zum Einsatzort. Junge, Kreisverkehr. Nach wenigen Kilometern ist das Zielobjekt erreicht. Eine Art Vereinshaus in einem Gewerbegebiet. Bereit machen zum Absitzen. 3, 2, 1, go. Jetzt muss alles schnell und gleichzeitig leise ablaufen. Denn sollte das Einsatzkommando zu früh entdeckt werden, könnten wichtige Beweise zur Seite geschafft werden. Die Tür steht offen. Zugriff. Etwa 20 Männer sind anwesend. Die ersten Sekunden einer solchen Razzia sind entscheidend. Die Polizei spricht vom Einfrieren der Situation. Niemand soll etwas verschwinden lassen. Wir sind hier aufgrund des Verdachts von illegalem Glücksspiel. Durchsuchungseinsatz. Ich möchte bitte die ganze Zeit die Hände sehen. Okay, Sie können sie auch vor sich auf den Tisch legen oder auf die Oberschenkel. Keine Handys. Okay, kein Essen, keine Zigaretten, okay? Und einfach entspannt bleiben. Speziell geschulte Beamte dokumentieren die Razzia. Nichts soll unbeobachtet bleiben. Dürfen Sie fotografieren? Natürlich. Ja, hier gibt es einen Durchsuchungsbeschluss für das gesamte Objekt. Dazu gehört auch Beweissicherung. Achso, okay. Die Aufnahmen werden später von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ausgewertet. Dann mal bitte alle die Ausweise, sofern vorhanden. Kollegen, wenn jetzt an Sie rantreten, bitte die Hände aus den Taschen lassen. Wir holen die raus, okay? Also sagen, wo die sind. Den Kollegen, wenn einer kommt. Und dann, die holen wir dann raus, okay? Aber es geht jetzt langsam los, ich brauche die Personalien. Die dann bitte alle zu mir. Die Beamten können den Männern in diesem Raum kein illegales Glücksspiel nachweisen. Ihre Personalien werden trotzdem aufgenommen. Wenn ihr nichts auffindet, was irgendwie strafrechtlich relevant ist, dann werden die auch entlassen. Die sollen jetzt Zeug mitnehmen und dann Platzverweis für diese Örtlichkeit, okay? Gruppenführer Tobias entdeckt eine Treppe ins Dachgeschoss. Dort wird er eine interessante Entdeckung machen. Hannover, Polizeikommissariat Ricklingen. Dienstbeginn und erster Notrufeinsatz für Polizeikommissarin Viola Hauschild und Polizeioberkommissar Marcel Oppermann. Wir fahren jetzt nach Hemmingen. Dort gab es einen Hinweis darauf, dass gerade in eine Waschstraße eingebrochen wird, weil die Alarmanlage ausgelöst hat. Nach Ende der Corona-Pandemie steigt die Zahl der Einbruchsdelikte bundesweit wieder massiv an. Allein in Hannover im vergangenen Jahr um 33%. In die Wilhelm-Röntgen-Straße. Aufgenommen.
Durchschnittlich dauert ein Einbruch knapp 5 Minuten. Die Beamten müssen sich also beeilen. Auch Kollegen sind bereits alarmiert. Freunde. Mein Gott, so schwer kann es doch nicht sein. Mitarbeiterin hat uns informiert, Auslösezeit 19:20, also 4 Minuten mehr. Die Waschanlage liegt in einer ländlichen Gegend an einem Feld. Für Einbrecher ideal, um ungesehen zu flüchten. Müsste da hinten sein, ne? Ja, rechtzeitig muss es irgendwo sein. Wird hier zumindest wir haben sie doch auf den Tag schon mal eingebrochen. Echt? Ja. Na, dann mal gucken, wa? Das Gelände ist umzäunt. Fahrt ihr einmal rum, dann gehen wir links rum. Fahrt ihr einmal mal hinten rum? Die Gitterstäbe sind spitz. Hier geht's nicht weiter. Scheiße, komm ich nicht hoch. Ein Beamter schafft es über einen angrenzenden Zaun. Viola Hauschild und Marcel Oppermann begeben sich auf die Rückseite des Gebäudes. Gibt es hier eine Möglichkeit, das Grundstück zu betreten? Ist das Gebäude? Ja. Auch hier ist das Übersteigen des Zaunes sinnlos. Das nützt nichts, wenn wir jetzt hier rüber springen. Weil wir da nicht weiterkommen. Gibt es noch einen weiteren Zugang? Jede Lücke ist auch eine Fluchtmöglichkeit. Kollegen melden sich vom anderen Ende des Grundstücks. Ja, aufgenommen. Hast du mit? Nee. Flo ist im Gebäude und die stehen an der Rückseite. Haben die da drin irgendwelche Feststellungen? Hat er bis jetzt noch nicht gemeldet. Sind die Einbrecher noch im Gebäude oder schon über alle Berge? Da geht's auch nicht weiter, das ist auch der Zaun. Ja, gut, dann fahren wir wieder rum. Ja. Plötzlich Neuigkeiten per Funk aus dem Inneren der Waschhalle. Der Einbrecher ist identifiziert, aber auf der Flucht. Von Kollegen, die jetzt im Objekt drin sind, haben wir erfahren, beziehungsweise mit dem Verantwortlichen des Objektes, haben die Kollegen jetzt das Gelände betreten. Und es hat sich vermutlich herausgestellt, dass da drinnen Bewegungssensoren sind, die natürlich dementsprechend dann anschlagen, wenn da drin Bewegung ist. Und man hat da als Verursacher, als möglichen Verursacher eine Ratte ausgemacht. Der Einbruch in die Waschhalle, nur ein Fehlalarm. Das ist der nächste Einsatz für Viola Hauschild und Marcel Oppermann definitiv nicht. Ich suche die 31 dann schon mal vorab. 119 unter Rumänien, wegerecht frei. Das Fahrzeug kommt gleich. 119 bedeutet Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wo jetzt auch ein Messer im Spiel sein soll. Das ist schon was, da ist die Konzentration natürlich sehr viel höher und auch der Respekt gegenüber dieser Situation ist sehr viel höher, als wenn man jetzt einen abgefahrenen Autospiegel aufnehmen muss. Jetzt kann alles bis hin vielleicht zum versuchten Tötungsdelikt alles dabei sein. Ne? Zurück bei der Razzia gegen illegales Glücksspiel. Während die Beamten des Bayerischen Unterstützungskommandos Personalien aufnehmen, entdeckt Gruppenführer Tobias im Obergeschoss Belastendes. Für mich sieht es nach einem Spieltisch aus. Ein Pokertisch. Das hier gespielt wird, darauf weisen unter anderem Getränke und Snacks hin. In dem silbernen Koffer befinden sich Pokerchips. Ja. Hier ist auch ein mächtiger Qualm hier oben. Was ist hier oben? Qualm. Rauch. Wurde der Raum kurz zuvor noch für eine illegale Pokerrunde genutzt? Möglicherweise von diesen Männern? Haben sie nur eine Pause gemacht, um zu essen? Beweisen lässt sich das nicht. Im Raum nebenan ist die Beweislage eindeutiger. Hier wurde an 2 Tischen gezockt. Bei dieser Pokerrunde mit Spielchips um Geld. Und das ist verboten. Die Spieler werden belehrt. Kann mich jeder hören und verstehen? Jawohl. Leisten Sie bitte den Anweisungen der Beamten Folge. Wir werden Ihnen alles erklären. Seien Sie kooperativ. Leisten Sie bitte keinen Widerstand. Wenn Sie Widerstand leisten, machen Sie sich strafbar. Sollten Sie den Weisungen keine Folge leisten, kann es sein, dass die Kollegen gegen Sie unmittelbaren Zwang, das heißt Gewalt, anwenden müssen. Das wollen wir alle nicht. Deswegen, wie gesagt, einfach kooperativ sein. Gibt es noch Fragen zu dem, was ich gerade gesagt habe? Nein. Jawohl. Vielen Dank. Alle Männer sind ab jetzt des illegalen Glücksspiels beschuldigt. Die Polizisten beginnen mit dem akribischen Teil der Razzia, der Beweissicherung.
Ein Grundriss wird angefertigt. Herr Wunder, ich würde Ihnen jetzt einen Zettel drauf, damit wir einfach wissen, wo Sie am Tisch stehen. Einer erhebt Widerspruch. Ich bin der Wirt hier. Der Mann betreibt die Gaststätte. Er versteht den Polizeieinsatz nicht. Die illegale Pokerrunde, für ihn offenbar eine Lappalie. Es geht ja nicht um die Tausende hier, es geht ja um 30 Kaufen, jeder hat 30 Kaufen. Es folgt eine weitere Belehrung. Sag doch mal, hier laufen Kameras auf polizeilicher Seite, alles was Sie sagen kann. Nein. Eventuell gegen Sie. Die Beschuldigten werden nun nacheinander nach draußen gebracht und dort fotografiert. Dann an die Wand schauen, bitte. Auch der komplette Inhalt der Taschen wird fotografiert. EC-Karten, Krankenkassenkarten und vor allem das mitgeführte Bargeld. Dieser Mann hat fast 2000 Euro dabei. Ein Zwischenfazit. Ein Spieltisch war da, relativ offensichtlich. Geld wurde auch gefunden. Das ist eindeutig. Der Wirt kommt aus der Gaststätte. Er ist in der Türkei geboren, lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Den Polizeieinsatz versteht er nach wie vor nicht. Worauf deutet das denn? Warum hat jemand einen? Das ist eine Razzia. Umsonst Steuergelder. Das kostet bestimmt 100.000 Euro, das Zeug, was ihr gemacht habt. Und was wir hier spielen, um 30 Euro. Umsonst. Fühlen Sie sich irgendwie schuldig dabei? Nein, die Türken haben das im Blut. Zocken, ich habe im Blut. Keiner kann mir sagen, dass ein türkisches Lokal nicht gezockt wird. Die Beschuldigten werden zur weiteren Vernehmung in die örtliche Polizeiwache gebracht. Wir werden die nächsten zwei Personen, die Ziffer 9, den Herrn und die Ziffer 5, den Herrn. Dieser Mann mit der Ziffer 6 ist für die Beamten von besonderem Interesse. In seinem Auto wurde ein dickes Bündel Bargeld gefunden. Ich brauche dieses Geld, weil das muss aufs Konto. Ja. Sonst habe ich ein Problem. Angeblich handelt es sich um Firmengeld, das er einzahlen will. So erzählt er es zumindest dieser Kriminalkommissarin. Wir werden es jetzt abklären, wie wir weiterverfahren mit der Staatsanwaltschaft. Genau. Um welchen Betrag geht's? Das kann ich so im Moment noch gar nicht genau sagen. Steht noch nicht fest, aber es ist ein höherer Betrag. Genau. Sie lassen so viel Geld im Auto. Ja, ich war jetzt hier, hab's von zu Hause mitgenommen, hab's ins Auto getan, wollte es auch der Bank einzahlen, nur war ich halt vorher hier. Ja. Anstatt zur Bank geht's zurück in die Gaststätte. Geld zählen. Wir legen die Banknoten so rum hin, dass die Individualnummer oben zu sehen ist. Und wenn die dann fotografisch festgehalten wird, kann man prüfen, ist sie in irgendwas anderes verwickelt, irgendein Verfahren, vielleicht gestohlen. Und man hat zumindest den Beweis, dass es genau diese Banknote ist. Über 10.000 Euro sind es. Unklar, ob es sich tatsächlich um Firmengelder handelt oder ob das Geld mit dem illegalen Glücksspiel zu tun hat. Da der Mann keine Belege dabei hat, wird das Geld erst einmal einbehalten. Für uns war es ein erfolgreicher Einsatz erstmal. Wir werden jetzt noch eine kleine Besprechung, denke ich, machen, den Einsatz nachbesprechen in aller Kürze. Und dann werden wir nach Hause fahren heute. Und ja, wenn wir zu Hause sind, abrüsten, das dauert auch immer ein bisschen. Also ein bisschen Zeit haben wir noch, bis wir tatsächlich Dienstschluss haben. Allein 2021 deckte die Polizei 1.900 Fälle von illegalem Glücksspiel auf.